Willkommen im Lande Israel, dem Land unendlicher und ewiger Verheißung. Es beginnt mit den Worten Gottes an Abraham. Gehe aus deinem Land und ziehe ins Land, das ich dir zeigen werde, und ich werde dich zu einem großen Volke machen. So wurde Israel zum Lande der Verheißung, der Erzväter Abraham, Isaak und Jakob, Moses und Josua, König David und Salomon, Jesus und die Apostel. Jede Generation auf ihrer Suche nach Gottes Willen. Und jetzt, heute, ist unsere Zeit. Es gibt keinen besseren Ort für uns Christen als diesen, wo der Glaube und Jesus geboren wurden, um sich von Neuem unserem Glauben hinzugeben. Kommt, lasst uns Zeugen der Wunder dieses Landes Gottes und seines Volkes sein und den Spuren Jesus folgen. Heute eine geschäftige Metropole war Nazareth der Ort der Verkündigung, an dem der Engel die Geburt Jesus einer jungen, frisch verlobten Magd vorhersagte. In Erfüllung der biblischen Verheißung wurde Jesus in der Stadt Davids geboren, in Bethlehem bei Jerusalem. Als Ersten wurde den getreuen Hirten auf dem Felde die frohe Botschaft verkündet. Engelsscharen erschienen und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Friede den Menschen. Zurück in Nazareth arbeitete Jesus an der Seite Josefs als Zimmermann und wuchs auf im Geiste und in Weisheit. Zu der Zeit kam Jesus an den Jordanfluss, wo Johannes predigte, dass er sich von ihm taufen ließe. Und Johannes taufte auch Jesus im Jordan. Und er sah den Geist wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Anschließend zog Jesus sich zurück in die Wüste, 40 Tage und Nächte, wo er den Versuchungen des Bösen widerstand. Wie bei Jesaja geschrieben steht: Jauchzen soll Wüste und Ödnis, frohlocken die Steppe, denn sie werden seine Herrlichkeit sehen. Heute, dank Gott und Menschenwerk, wird ein neues Wunder vollbracht und Israel wird wieder zum Land, wo Milch und Honig fließen. Und es geschieht im ganzen Land. In wissenschaftlichen und medizinischen Einrichtungen, in Forschungslaboren der Hochtechnik und Biotechnik, Israel hilft der Revolution, die diese Erde lebenswerter macht. Am Ufer des See Genezareth sammelte Jesus seine ersten Jünger um sich. Hier heilte er die Kranken und lehrte die Massen eine Botschaft des Friedens und der Liebe allen, die ihn hörten. Am Berg der Seligpreisung fragten ihn die Jünger, er solle ihnen das Beten lehren, und hier tönten zum ersten Mal die Worte: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Galiläa verlassen zog Jesus nach Jerusalem zum letzten Mal. Jerusalem, die Stadt des Friedens, die vereinigte Hauptstadt des Staates Israel. Hierher kam Abraham, bereit, seinen einzigen Sohn dem Herrn zu opfern. Hierher brachte David die Bundeslade und Salomon baute für sie den Tempel. Hier betrat Jesus die Stadt als Bräutigam und wurde zum Erlöser ausgerufen. Hier starb er für die Sünden der Welt und wurde triumphierend wieder zu neuem Leben erweckt. In unserer Zeit wird Jerusalem erweckt und die erwachende Nation bläst der ewigen Stadt neues Leben ein. Heute sichert Israels Demokratie die Glaubensfreiheit seinen Bürgern wie Besuchern in Jerusalem wie im ganzen Land. Gleich, ob Ihr Besuch in Israel 10 Tage oder 10 Monate dauert, ob dies Ihr erster oder 50. Besuch ist, wir versprechen Ihnen eine Reise, die die Wurzeln Ihres Glaubens stärken wird. Eine Reise, die Sie erneuern wird, weil Sie an der göttlichen Verheißung teilhaben, die den Ruf Jesajas erfüllt. Kommt, lasset uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Hause Gottes.